Früher nannte man es Völkermord, was ihr da betreibt. Yeah. Die Inflikt wird kommen, macht euch schon bereit. Aha. Wir suchen hinten rum und nennen es Belohnung. Nein. Der Leben für 500 nimmt Thailand der verloren. Tja, meiner Meinung nach, es ist eine Bestechung. Nebenwirkung gibt es schon, du zahlst die letzte Rechnung. Wir gehen sich an Kindern überreden, sie zur Spritze ohne elterliche Erlaubnis. Ich mach keine Witze, uns Gelder für Leute, die nicht zum Impftermin erscheinen. Kein Arbeitslosengeld für die, die den Scheiß verneinen. Auf Konzerten sieht man euch, wie scharf sind Stellen. Tanzt ihr aus der Reihe, hört ihr ein tiefes Bellen. Jeder hat das Recht, sich selbst zu entscheiden. Will ich die Impfung meiden oder an Corona leiden? Ungetestet, ungeimpft, ich stehe wie eine Eins. Vertraue auf mein Immunsystem und nicht auf Karl-Heinz. Nein. Nix gesehen, nix gehört, nix gesagt, fick Corona. Diese Regeln werden niemals hinterfragt, fick Corona. Lass mich nicht verkaufen, ich mach da nicht mit. Trotz Vorerkrankungen bin ich immer noch fit. Nix gesehen, nix gehört, nix gesagt, fick Corona. Diese Regeln werden niemals hinterfragt, fick Corona. Lass mich nicht verkaufen, ich mach da nicht mit. Trotz Vorerkrankungen bin ich immer noch fit. Pass auf, das wird dir fix zum Hindukusch. Einmal sauer, wenn die Stimme als jeder Impfdurchbruch. Ihr habt verlesenen Virologen, erzählt dem Volk natürlich nichts zur Nebenwirkung. Wie Hirnthrombose, Herzmuskelentzündung, so wie den Impfton. Das gehört wohl zu den ganz normalen Symptomen. Die Idioten sehen das große Ganze nicht, sondern vertraut jemand da einfach ohne Phrasen drin. Und rennt zur nächsten Impfaktion. Für eine Brandwurst, Deutschland steht vor einer riesigen Inflation. Aber egal, vielleicht musst du dich an dem erstmal rantasten. Hab bis dann immer schön brav deine Maske im Verband kasten. Und der Rückgrat ist mal wie ein Auto mit Motorschaden. Als im Hinken am Ausgangssperre bis zum Stopp der Lohnfortzahlung. Die Medien haben euch den Kopf gewaschen, komprende? Der Heiden hat der Mauermann das Loch gelassen. Genau. Nix gesehen, nix gehört, nix gesagt, fick Corona. Diese Regeln werden niemals hinterfragt, fick Corona. Lass mich nicht verkaufen, ich mach da nicht mit. Trotz Vorerkrankungen bin ich immer noch fit. Nix gesehen, nix gehört, nix gesagt, fick Corona. Diese Regeln werden niemals hinterfragt, fick Corona. Lass mich nicht verkaufen, ich mach da nicht mit. Trotz Vorerkrankungen bin ich immer noch fit. 3G, 2G, ich bin gesund. Du trägst wie ein Pitbull den Maulkopf im Mund. Du hast Angst und Panik, trägst sie 24 Stunden. Wenn jemand tust dir, musst du fluchtartig zucken. Immer mehr Lügen werden langsam aufgedeckt. Doch ihr hört nicht zu, weil ihr es immer noch nicht checkt. Du hast vollständige Impfung, über die Hälfte ist erkrankt. Der dritte Termin kommt, ihr habt die Takte nicht erkannt. Ihr tickt doch nicht ganz sauber mit eurer Maskenfetisch in der Schule. Traumatisierte Kinder sind das Ergebnis. Die Master, den Lockdown, den Maulkopf und den dauerhaft und vergöttert den wieder, den Trost und den Lauter. Im Netz wettet ihr gegen ungeimpfte Biotech. AstraZeneca gehört zu dem von euch erklärte Wundermittel. Ihr marschiert im Gleichschritt, halt im Pharmakonzern. Die Jagd ist eröffnet, das Ganze wird zum Marathon werden. Nix gesehen, nix gehört, nix gesagt, fick Corona. Diese Regeln werden niemals hinterfragt, fick Corona. Lass mich nicht verkaufen, ich mach da nicht mit. Trotz Vorerkrankungen bin ich immer noch fit. Nix gesehen, nix gehört, nix gesagt, fick Corona. Diese Regeln werden niemals hinterfragt, fick Corona. Lass mich nicht verkaufen, ich mach da nicht mit. Trotz Vorerkrankungen bin ich immer noch fit. Fick Corona. Fick Corona. Fick Corona. D-Low.